Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program Hardcore Mode begrüßen zu dürfen. Wir fliegen mit unserer... Wir fliegen mit unserer Sputnik MK1 Drohne weit über... No comment or send. Oh. Weit über Kerbal hinweg in einem polaren Orbit, denn hier haben wir auf der einen Seite einen Kontrakt zu erledigen und auf der anderen Seite eine Mission abzugeben. Ja, ich habe seit der letzten Folge ein klein bisschen vorgeworbt, bis unser Comsender hier in Nähe unseres Abo-Apsis ist, denn ohne Comsender können wir mit der Drohne ja dummerweise am Abo-Apsis nicht unseren Periapsis verändern. Selbigen müssen wir nämlich von 70 Kilometern auf einen Wert zwischen 91 und 95 Kilometer anheben. So, ich schraube mal noch ein bisschen vor, dass ich hier endlich mal Verbindung habe. Ich hatte eben kurz Verbindung über den Satelliten hier, da ist die Verbindung. Und deshalb habe ich den Warp beendet und die Begrüßung angefangen. Und dann war die Verbindung wieder weg. Sauerei. So, also Warp bis zum Abo-Apsis. Wir richten uns schon mal Prograd aus. Und setzen dann am Abo-Apsis unseren Periapsis noch ein paar Meter hoch und dann sollten wir das doch hoffentlich schaffen. Ich könnte eventuell hingehen und könnte das Triebwerk hier ein bisschen runtersetzen. Können wir auch ein bisschen mehr Gas geben. So, 83. Wir müssen zusehen, dass der hier bleibt, wo er ist. Und da haben wir es auch schon geschafft. Sehr schön. 84.000 Credits, 3... What? Moment. Science Learned 3? Habe ich jetzt drei Forschungen geschenkt bekommen, oder was? Das wäre ja genial. Das müssen wir uns gleich mal anschauen gehen. Also, während wir hier aber noch in Verbindung mit unserer Mission Control stehen, nehmen wir zuerst hier schnell diese Mission an, für die wir die Rakete eigentlich gebaut hatten, nämlich Sputnik 4. So, wir sollen in einen Orbit von 300... Also in ein Orbit zwischen 300 und 350 Kilometer. Also brennen wir unseren Abo-Apsis jetzt mal schneller ein bisschen. Moment, halt. Da kann ich natürlich hier mein Triebwerk wieder auf volle Power stellen. Zip. Na komm. Zip. Na, heute noch. So, 300 haben wir gesagt, ne? Das Ding ist so leicht, das geht ab wie Schmitz' Katze. Da wiegt nur knapp 1,5 Tonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht der Orbit. Kommen wir gar nicht hinher, so schnell geht das. So, erstes. Erstes Ziel ist erfüllt, maximal Abo-Apsis unter 350, den haben wir jetzt, jetzt nur noch unseren Periapsis anheben, leider. Müssen wir dafür eigentlich wieder unser Mission Control auf die andere Seite bringen, das heißt ich muss wieder irgendwie 5 Minuten oder so warpen. Zwischenzeitlich könnten wir aber mal zusehen, dass wir unsere Inclination ändern, machen wir hier einen Kill draus, die Inclination ändern wir hier. So, die steht nämlich momentan bei, ups, was ist passiert? Achso, ich habe auf Kill gedrückt, Granatenstahl. So, na komm. Die Inclination ändern wir hier, genau. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich in der richtigen Richtung stehe. Wir kontrollieren mal kurz, wir müssen nach, von rechts nach links stehen quasi. Ja, das sollte richtig sein, okay, langsam. Genau, wird hier größer, das passt. So, wo sollen wir eigentlich hin? Wir sollen zu zwischen 87 und 93. So, haben wir das geschafft. 87,3. Das müsste jetzt hier grün sein. Sehr schön. Und dann müssen wir nur noch unsere Exzentrizität hinbekommen. Die können wir aber erst machen, wenn wir hier dann bei 300 sind. Also zu. Ja, jetzt heißt es für euch leider wieder ein bisschen zusehen, wie sich diese Drohne hier um Körben dreht, während ich den Super Speed Warp auspacke. Also, bis gleich.
So, und da sind wir auch schon wieder. Oh, schau mal, jetzt haben wir gerade von zwei Seiten Verbindung. Mal hier drüber nochmal direkt. Wir können jetzt an dem Leute, ich habe heute einen Knoten in der Zunge, das gibt's gar nicht. Also, wir können am kommenden, das sind zu viele Wörter mit K. Wir können am kommenden Apoapsis unseren Periapsis anheben. Jetzt haben wir es geschafft. So. Dazu richten wir uns pro geradeaus. Unsere Drohne führt hier ein kleines Ballett auf. So. Braucht man noch ein bisschen vor zum Apoapsis. Apropoapsis. Ja, und haben dann nur noch als einziges Ziel, ich hoffe, das schaffen wir jetzt auch gleich hier, während der Zeit, die wir hier Verbindung haben, unsere Exzentrizität, wo sie denn ist, bei 0,13 irgendwas und soll auf 0,00 ganz schön wenig. Das müssen wir machen, indem wir möglichst unseren Periapsis recht nah an unseren Apoapsis ranschaufeln. Das schaffen wir natürlich auch wieder dadurch, dass wir den Thrust der Engine ein bisschen runterschrauben und dann schön vorsichtig manövrieren. Oh! Unbelievable! Zufall! Absoluter Zufall! Genial! Ladies and Gentlemen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nee, Quatsch, kleiner Schatz. Also, wir haben beide Missionen erledigt. Können wir abschließen. Können wir, ja, keine Ahnung, wie stellen wir ihn hin? Wir müssten ihn jetzt so stellen, dass er in. Moment, hab's gleich. Genau, wir fliegen so. Dann stellen wir ihn. Ich sehe leider gar nichts. Muss er denn? Da ist er. Ne, er steht auch gerade schon richtig, genau. Genau, so, perfekt. Also nochmal kurz ein bisschen vorwarpen, dass wir die Drohne mal am Licht sehen. Genau, sieht doch gut aus. Haben leider keine Verbindung mehr, aber das macht mir natürlich auch gar nichts. Soll von mir aus die zwei Antennen hier noch eingefahren lassen, ist mir auch egal. So, wir haben noch jede Menge Fuel. Seht ihr ja, noch knapp ein Viertel oder so, oder ein Fünftel. Egal. Wir wollten zurück zu unserem Space Center. Nicht Revert Flight, nein, jetzt wo ich alles geschafft habe, gehen wir nicht zurück. Und wir wollten uns ansehen, was das zu bedeuten hatte mit dem Paid 3 Technologien. Tja, ich sehe aber nichts. Haben wir jetzt 3 Science-Punkte dafür bekommen oder haben wir jetzt 3 Forschungen dafür bekommen? Naja, egal. Hoi, schön, schauen wir mal, was hier alles für tolle Teile gibt. Egal, wir wollten, als nächstes hatten wir einen Angriff genommen, den hier. Oder? Ah, ich weiß nicht mehr. Macht aber auch überhaupt nichts, denn 160 zu 130 funktioniert, glaube ich, gar nicht. Genau. Jo, also. Was sagt die nächste Mission? Was sagt der nächste Kontrakt? Haben wir keinen, wir müssen wieder 24 Stunden warten, also 24 Ingame-Stunden. Und wir schauen uns einfach die nächste Mission an. So, Package, Stock, Select. Achso, wir müssen noch Kerbolo 1 machen. Was ist das? Bitte. Aha. Wie soll das gehen? Also wir sollen eine Drohne, eine Probe in einen Sonnenorbit schießen. Okay. Und sollen dann sehr wahrscheinlich in dem Sonnenorbit eine Exzentrizität von maximal 1 haben. Das sollte man auch schaffen. Und ich würde fast sagen, ich mache hier mal Select Mission und wir gehen kurz nochmal in unser Vehicle Assembly Building. Vehicle Assembly Building, genau. Schauen uns unser Schmuckstück hier an. Wir haben ein Delta V von 5654. Dann nehmen wir schnell unser tolles Bildchen hier zu Hilfe und sehen, dass wir eigentlich nur 4550 plus 950, das macht 5500, genau, doch 5500 ganz genau, für einen Kerbin Escape. Ne? Delta V für Kerbin Escape sind 5500. Wir hätten also theoretisch genug. Wir können die hier mal noch abmachen.
Da haben wir noch ein bisschen, oder haben wir noch ein gutes Stück mehr. Da haben wir fast schon 6000. Ja, also viel mehr möchte ich dann. Moment, doch, wir können noch was ändern. Wir können nämlich hier noch eine Batterie wegmachen. Die ist ja auch noch mal ein bisschen Gewicht. Schauen wir mal, was dann passiert. Jetzt müssen wir dann noch die Solarzellen drehen. So, 4 Stück wollten wir. Merci. Bitteschön. Klima die nochmal drunter. Oh nein, okay. Dann zuerst runtersetzen und dann drauf. Genau. So. 5870 hat irgendwie nicht wirklich was gebracht. Das Ding wiegt doch was. 0,01. Und wir hatten eben abgemacht das Panel. Das wiegt 0,02. Hm. Naja. Okay. Also das Delta V müsste reichen, um uns in den Sonnenorbit zu katapultieren. Wisst ihr was? Wie sieht es denn hiermit aus? Den da wollte ich runterschieben. Ah, es geht schon wieder nicht. Sauerei. Komm. Hallo. So. Yes, sir. Nehmen wir. Aber warum sollten wir diese Probe, wenn wir sie denn nachher in den Sonnenorbit geschossen haben, nur als Mittel zur Erfüllung unseres Missionsziels benutzen? Wir können doch eigentlich auch ein paar Solarpanels mehr dran machen, so 8 Stück an der Zahl. So. Doch nochmal meine Batterie drunter klemmen. Ja, das sind die Ideen, die kommen mir immer erst später. Ach so, Moment mal. Ich bin ja granatenstark. Zurück, Kommando zurück. Das ist doch das erste Mal, dass wir einen Sonnenorbit machen. Also nehmen wir doch auch gefälligst alle Science mit, die wir für einen Sonnenorbit brauchen. Also wir brauchen einmal den hier. Einen Mystery Goo, den wir natürlich dann dummerweise in doppelter Ausführung mitnehmen. Ups. Hey. Doppelte Ausführung mitnehmen. So. Wir brauchen wir brauchen kein Thermometer. Wir brauchen aber 2 von denen hier, die machen wir gleich unten dran. Wir brauchen 1 hiervon, das wiegt wie viel? 0, also müssen wir auch 2 Stück dran kleben. So, jetzt schon mal gerne hier hin. 2 Stück. Was haben wir noch an Science? Den brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Auch nicht haben wir schon, brauchen wir nicht. Und das Thermometer wird wohl da oben auch nicht funktionieren, aber ich denke, dass, Moment, 1100, nö, tut nicht Not. Also, wir kleben den wieder dran. Jetzt haben wir leider nur noch 5100 Delta V, aber das macht eigentlich gar nichts. Wir brauchen jetzt noch 2 Antennen. Okay, kurz überlegen. Wenn wir in einem Kerbol-Orbit sind, gibt es eigentlich keine Position, an der die Sonne nicht auf uns scheint. Das heißt, unsere Solarzellen powern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat und so weiter und so fort. Beziehungsweise bei denen ist ja gar kein 24-7, sondern nur ein 6-7. Die haben ja, der Tag auf Kerb geht ja nur 6 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Nevermind, vollkommen egal. Wir kleben hier 2 schöne Antennen dran. Schande. Lassen wir die nochmal ab. Also 2 Antennen. Die gehen wie rum auf. Moment, kurz mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir. Firma dankt. Strom sollte genug da sein, um das nachher zu transmitten. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Solarzellen, die das Ganze dann wieder auffüllen. Können wir hier so drehen und dann schauen wir, wie viel hingehen. So, perfekt. Schöner Solarzellenkranz und das sollte locker 2 Solarzellen versorgen. Eine Antenne, also das war, ich glaube, irgendwas um die 50 verbraucht die Antenne. 50 Strom pro Minute und die Solarzelle liefert, ach, das ist mir aber einfach nicht merken kann. Wo ist die Solarzelle bei Fuß? Hier. 45, genau. Also fehlen 5 Strom pro Sekunde und die muss von der zweiten Solarzelle ausgeglichen werden. Dann haben wir. Es reicht. Fertig.
So, Länder brauchen wir nicht. Was wir aber brauchen, ist ein bisschen mehr Della Vie. Dazu ziehen wir das jetzt erstmal ab und das hier ab und schmeißen den weg und setzen mal den. Moment, schmeißen den weg und setzen den großen rein. Schauen, was da passiert. 5600, das ist mal immer noch ein bisschen zu wenig. Vielleicht sollten wir dann doch mal schauen, ob wir ein anderes Triebwerk drunter setzen. Nämlich, wie wäre es denn mit der Wildcat? Also wir hatten gerade die Vesta VR1 drunter. Das ist ja unser Fuel-Sparwunder. Genau, dann probieren wir es doch mal mit der. Oh, achso, ah natürlich, ach Schande. Quatsch, was mache ich denn da? Ach, ich bin auch kanadenstark. Ja, ein besseres Ergebnis bekommen wir dann natürlich nicht hin. Wir müssen also wohl oder übel mal wieder mit Boostern arbeiten. Also ich meine, das sollte laut Rechnung, laut Taschenrechner reicht das. Aber wir kennen uns ja. Da geht beim Gravity Turn bestimmt mal wieder was schief oder so. Naja. Gut, billige Thruster sind die hier. Wir brauchen ja nicht mehr allzu viel Delta V, von daher können wir einfach die billigsten Thruster nehmen, die wir haben. 500, das ist ja Klacks für die 2. Setzen wir hier schön dran. Schon sind wir bei 6200 Delta V und das müsste reichen. Dann können wir gucken, ob wir hier noch was mit Staging machen können, indem wir das vielleicht so machen. 6259, okay, wenn wir die auch noch reinziehen. Moment, nein, so rum, wenn wir die gleich von Anfang an brennen lassen. Das hat sich zwar verändert, aber zum Negativen, also lassen wir es so. Gut. Moment. Wir erinnern uns, wir brauchen noch was ganz Wichtiges. Haben wir in der letzten Folge festgestellt, da können wir aber, glaube ich, das Billige nehmen. Diesmal. Moment, billig. 1222, hahaha, naja. Gut. Solle. Dann können wir da auch wieder unsere Solarzellen ein bisschen schöner hinstellen. Ups, falscher Knopf. X, 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 X. 8 Stück. Müsste reichen. Dürfte, sollte, könnte, müsste reichen. So, Ladies and Gentlemen. Auf in Richtung Kerbol. So heißt er. Wir stecken 34.000 rein. Wir bekommen 85.000. Ich liebe es. Vielen Dank. Nehmen wir gerne. Moment, habe ich vergessen, auf den Missionsnamen zu schauen. Kerbolo 1. Kerbolo 1. Safe. Feuerfrei. So, und da halten wir uns gar nicht lange mit dem Start hier auf. SAS an und... Moment. Wisst ihr was? Bei mir sind jetzt schon fast 19 Minuten auf der Uhr. Bis ich das Ding jetzt hier in Orbit bekomme, sind wir garantiert wieder bei 25 Minuten oder noch mehr. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle doch von euch. Moment, bevor ich mich verabschiede. Ich wurde darum gebeten, nochmal nachzufragen, ob es denn einen Mod gibt, der eurer Meinung nach noch fehlen würde. Genannt wurde zum Beispiel Kerbal Attachment System oder Ketane oder Kethane, wenn man es englisch aussprechen möchte. Also wenn ihr noch einen Mod habt, mit dem ihr bei euch im Singleplayer gerne spielt und das hier gerne sehen möchtet, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Jetzt bedanke ich mich dann für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder eines Likes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es denn heißt, Sonne, wir kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Ben.